Thank you.
Hey Leute, willkommen zurück. Nochmal zurück zum neuen Projekt Wildlife Park, genau. Planet Zoo, dem reinen Raubtierzoo. Für diesen Eingang hier, für dieses Projekt, habe ich mir ein Beispiel am Eingang vom Wildlife Park 2 genommen. Ich habe versucht, ihn nachzubauen halt. Hier steht eigentlich ein Panda und hier ein Grizzly, aber ist ja eigentlich auch ein Grizzly, aber hier halt der Panda ist halt anders. Wenn man hier reinkommt, hat man erstmal hier diesen kleinen Sandweg mit ein paar Bäumchen an der Seite und dann geht man hier direkt rein in diesen wunderschönen Eingang aus einem meiner damaligen Lieblingsspiele, eigentlich jetzt noch, aber ich kann es halt nicht mehr spielen, weil mein PC meint, nö, ich bin zu gut dafür. Egal, man kommt halt hier rein, habe auch mit dem Archer geguckt, ob es groß genug ist. Auf alle Fälle kommt man halt hier rein unter diesem Rieddach, dann geht man durch diesen Eingang, die Steine, unter den Steinen durch und kommt dann nochmal unter so ein Rieddach und das war's dann eigentlich auch schon, dann bist du direkt im Zoo drin. Hier ist so eine Hängebrücke eigentlich, aber ich hab das nicht so gut hinbekommen mit den Seilen, es gibt halt keine Seile, die so fast noch gerade sind, aber auch schon wieder so leicht gebogen. Ich blende euch einfach Bilder ein von dem Eingang. Hier für das Raubtierzoo-Schild, das ist ja bei dem Eingang eigentlich rund, habe ich die halbe Wandtafel, die Bambuswandtafel genommen, damit ich das so schön leicht abrunden konnte. Und das, was ich da vorgenommen habe, dass diese kleine Bambuswand, das sah halt schon ein bisschen blöd aus. Die Bambuswandtafel habe ich auch hier unten genommen, für nur halt gefärbt, die bemalte. Für hier so kleine Wand. Ich weiß nicht, wofür das da ist. Das ist halt bei dem Eingang so. Ich habe halt ja nur nachgebaut. Hier unten die kleinen Blumentöpfe mit den Baumstämmen, wo die Hängebrücke drüber ist. Und dann habe ich hier noch eine Wand gebaut. Einfach damit der Eingang nicht so einfach so frei dasteht. Und ich glaube, damit mit dieser Mauer werde ich dann auch den ganzen restlichen Zoo umranden. Einfach nur damit wir eine Umrandung haben und ich meine, dass die Mauer sieht, finde ich persönlich jetzt bei dem Eingang gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe auch noch, anders als bei den anderen, habe ich auf die Nachtbeleuchtung geachtet. Da habe ich hier zwei Scheinwerfer reingepackt und ja, das war es eigentlich auch schon wieder mit der Folge. Das ist die erste Folge, Eingang
in der nächsten Folge mal schauen, was wir da machen. Aber jetzt für die erste Folge war es das hier mit dem Eingang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt auch der Eingang. Und wenn es euch gefallen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Abo und Glocke. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.